Ich habe vor, in Berlin eine VIP-Putzfirma aufzumachen, wo eben schicke Frauen und schicke Männer putzen. Ich habe jetzt noch kein Haus, ich habe jetzt kein Auto, ich habe jetzt noch nichts. Ich muss mir jetzt alles von Grund auf neu aufbauen hier in Berlin. Und das ist für mich auch eine sehr, sehr große Hürde, jetzt sozusagen nochmal von vorne anzufangen. Schwesterchen? Brüderchen! Na? Wie geht's dir? Alles gut? Super. Wartest du schon lange? Na, ein bisschen, aber auf dich warte ich ja immer. Virginia kennst du ja noch, ne? Hallo. So, let's go. Okay, es geht los. Ich hab noch eine Überraschung. Super, perfekt. Genau. Ich mach auf und hol mal Gläser. Schön, dann können wir was trinken. Prost, schön, dass du hier bist. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Auf alte Zeiten. Auf alte Zeiten. So, erzähl, was hast du Schönes vor? Also, ihr wisst ja, wie ich bin ja total auch businessorientiert, hatte meinen Truck in L.A. und wollte jetzt hier einfach auch eine neue Company aufmachen. In Deutschland verbinde ich eben auch viel mit Sauberkeit. Und mir fehlt hier in Deutschland einfach dieses Schicke, dieses Peppige. Ja, und dann wollte ich eben gerne jetzt hier in Berlin eine VIP-Putzfirma aufmachen, wo sexy Frauen und sexy Männer bei Stars oder auf Events eben putzen gehen. Richtig als Crew kommen die dort an, schick und sexy und wir sind natürlich eben voll dabei und machen alles gut sauber und sind eben auch top ausgebildet. Also jetzt nicht irgendwie ein Fake. Ist doch nicht schlecht, oder? Finde ich gut. Also eine Kundin hättest du schon, bei mir können sie putzen kommen. Na toll, ja, danke mein was? Schatzi. Cheers. Bei dir kommen die Frauen. Genau, bei mir kommen die Frauen. Noch. Genau. Könnt ihr mir vorstellen, dass das da schnell Probleme geben kann, wenn du da so sexy Frauen hinschickst und dann ein Ehepärchen in ihrer Wohnung, der ist der Mann da alleine und die Ehefrau wird da, glaube ich, nicht so begeistert sein. Was machst du denn dann? Ja, da hast du vollkommen recht. Es gibt natürlich Frauen, die vielleicht von den Frauen nicht so begeistert sind, aber deswegen wollte ich ja eine Crew erstellen, wo sozusagen 2, 3 Männer sind und 2, 3 Frauen. Okay. Damit sich das wieder ausgleicht. Das heißt, die Frauen haben was zu gucken, genau, und haben schicke Männer, die da ein bisschen da bei dem Staub wischen, ja, wo die so ein bisschen auf dem Sofa sitzen und die Männer angucken können. Und die Männer haben aber auch schicke Frauen, die da ein bisschen Staub saugen oder ein bisschen die Fenster putzen und haben auch was zum Gucken. Also es ist ja wirklich auch nur, ist wirklich sehr seriös, ist ja auch nur was zum Gucken. Also die sind sexy und schick, aber machen da, die sollen da sein, um zum sauber machen und richtig, nicht jetzt hier um zum Vergnügen. Und wie stellst du das vor mit der Finanzierung? Ich muss mir jetzt genau mal mich mit den verschiedenen Leuten eben treffen, mit meiner Finanzberaterin, mit dem Webdesigner und mit allen treffen, wie viel eben sozusagen das ganze Projekt eben kostet. Und dementsprechend gucke ich, ob ich das aus meiner Tasche nehmen kann, mhm, oder ob ich die Bank frage. Ich halte die Idee für sehr originell, aber Nichts aber. Doch, aber danke, natürlich. Mein Baby. Nichts aber. Da gibt's kein Aber. Ich helfe dir. Dankeschön. Aber da gehört auch sehr, sehr viel Koordination plus Organisation dazu. Und da solltest du dir ganz klar bewusst sein, da kommt viel, viel Arbeit auf dich zu. Ja, das werde ich ja auch sein. Du kennst mich ja. Ich bin ja sehr ehrgeizig und setze mich da schon gut durch. Probier einfach mein Bestes. Ich meine, ich habe nichts zu verlieren. Weißt du? Und wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das außerdem hat sie uns. Genau. Richtig. Ich habe tolle Freunde, ich habe tolle Familie. Ja, das ist chill. Hat sich gar nicht verändert. Aber das schaffst du. Ja, du kennst mich, oder? Ja, ja. Ich komme an. Noch nicht mal richtig ein Haus oder ein Auto oder irgendwas, aber schon gleich wieder eine neue Business-Idee. Hast du ein gutes Gefühl? Auf jeden Fall, darauf stoßen wir an. Danke, Prost. Mein Schatz. Schön, dass wir alle hier sind. Das wirklich. Ich freue mich. Ist echt eine coole Idee. Ja. Music Skipper! Achso, ich bin das ist meine Musik.
die guten alten Zeiten, weißt du? Meine Schwester ist immer so verrückt. So kenne ich sie, so liebe ich sie und so soll sie auch immer bleiben. So, dein Pass. Also, wenn sie Hilfe braucht, ich bin immer, immer da. Und ja, wenn sie sagt, Brüderchen, helf mir, dann komme ich. Jerome macht mit. Ich glaube ganz fest an Jills Idee und bin mir ziemlich sicher, dass sie es schaffen wird. Sie ist eine Powerfrau und hat bis jetzt alles geschafft. Und ja, also ich glaube da ganz fest an Jill. Ich weiß, dass jetzt sehr viel Arbeit auf mich zukommt, weil ich jetzt einfach von ganz vorne wieder anfangen muss. Es wird sehr, sehr schwer werden, aber ich habe es in Amerika gemeistert, in einem fremden Land. Also werde ich es in meinem Mutterland auf jeden Fall meistern können. Ich erhoffe mir heute bei der Finanzberaterin, dass sie mir weiterhelfen kann mit meinem Business, mit meiner Struktur, vielleicht auch mit der Erstellung eines Businessplans. Mit der Hilfe, ob ich jetzt mein eigenes Geld investieren sollte oder ob ich doch vielleicht lieber das Geld von der Bank nehmen sollte. Hallo! Hallöchen, das freut mich aber. Freut mich. Liebe Frau Jill Kustmacher, schön, dass Sie es geschafft haben. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, aber gerne doch. Kommen Sie durch. So, wir müssen ein bisschen wandern. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Aber gerne doch. Und ich habe auch schon für uns beide Mineralwasser eingeschenkt. Dankeschön. Frau Kussmacher, worum geht es heute? Ein neues Business, habe ich schon gehört, so also, am Telefon. Erzählen Sie mal. Spannend, spannend, spannend. Was für mich wirklich wichtig ist, dass wir einfach mal eine Aufstellung machen, was ich sozusagen für die Firma brauche. Webseite, Marketing, Flyer, natürlich das Personal, die tollen Sachen zum Anziehen, die hören ja dazu. Was hatte ich noch? Ein Putzcoach. Genau, einmaliger Putzcoach. Tolle Idee. Summa summarum, wenn ich das alles so nehme, und da ist noch nicht alles aufgeführt, wir brauchen natürlich auch noch eine Betriebshaftpflicht und. 30.000 bis 40.000 Euro wäre da schon damit. Als Startkapital. Das ist schon kostenaufwendig, ne? Als Office-Büro wollte ich erstmal sozusagen mein Homeoffice nehmen, zu Hause erstmal. Sehr vernünftig, sehr vernünftig. Ja? Ja, sehr vernünftig. Wirklich nicht gleich zu viel Geld ausgeben, sondern erstmal gucken, wie sich das entwickelt. Ja. Sie kennen da meine Einstellung, weil Geld raushauen kann man immer. Aber das wirklich peu à peu aufzubauen, die Idee finde ich sehr gut. Wir können anschließend gerne noch mal nach unten einen Kaffee trinken gehen und dann kann ich gleich sagen, was für Prominente nur hier schon alleine wohnen. Ah ja. Ja, also wirklich sehr prominent und da kann man anfangen. Ja. Da kann man einfach. Da kann man schon mal direkt im Briefkasten einwerfen. Richtig, genau. Ja? Wie ist es, was braucht denn die Bank überhaupt? Was braucht die Bank? Die Bank, die EZB, druckt Geld und druckt Geld. Und das heißt, es soll an die Unternehmer rausgegeben werden. Steht in jeder Zeitung. Gut, Fazit ist, es wird kaum Geld rausgegeben. Jedenfalls nicht, solange die Bank nicht Sicherheiten hat. Okay. Also das ist ein Spiel, was meist für Existenzgründer nicht gut ausgeht, sagen wir es mal so. Es sei denn, man hat Sicherheiten, man hat eine Immobilie, man hat andere Sicherheiten, dann bekommt man Geld. Mhm. Wobei ich würde sofort nach diesem Gespräch an Ihrer Stelle mit der Akquise beginnen. Mit der Akquise, die kein Geld kostet. Internet, persönliche Kontakte, Telefon hochnehmen, anrufen. Was meinen Sie, wenn ich jetzt das alles doch nicht so hinkriege, wie ich es mir vorstelle? Ich meine, ich bin ja immer so, wer nicht wagt, der nicht gewinnt und investiere und probiere es einfach auf gut Glück. Aber was meinen Sie, wenn ich das jetzt alles nicht so hinkriege oder wenn es nachher nicht so nach meinem Kopf läuft, wie ich es mir doch vorgestellt habe?
Was können Sie verlieren? Jetzt mal ganz realistisch. Die Mitarbeiter würden dann entlassen werden müssen. Ja. Es wäre, im Prinzip wäre die Kleidung über, das Putzmaterial. Webseite und die das ganze Sachen habe ich ja. Ja, das Marketing, Webseite, das wäre tatsächlich weg. Also das heißt, so die 30.000, 40.000 wären dann erstmal in Sand gesetzt. Ja, die wären weg. Es ist wirklich sehr, sehr positiv, eine Finanzberaterin an der Seite zu haben, die einfach einem auch die Augen öffnet. Ist einfach auch eine gute Unterstützung, einfach ein guter Rückhalt, wenn man eben eine Finanzberaterin an der Seite hat. Wenn ich liebe.